Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute Nachmittag, 16 Uhr, hole ich mein neues Auto ab. Ich bin super aufgeregt. Ich muss vorher noch ein bisschen Papierkram erledigen, also halt wegen der Ummeldung und so mich noch kümmern. Genau, jetzt kommt hier gerade der Immobilienhaini, also ich muss gleich erstmal aussteigen. Wohnung ist abgegeben. Wir haben endlich nur noch eine Wohnung. Es war alles unkompliziert. Wir haben die Wohnung ja sehr schön hinterlassen. Wir haben ganz viel sauber gemacht, gestrichen, habt ihr auch gesehen. Es geht los. Zwei Zwischenstopps. Und dann bin ich auf dem Weg zu meinem neuen Auto. Ich habe gerade echt Schwierigkeiten. Ich bin super aufgeregt. Oh mein Gott. Aber ich dachte mir, ich muss das nochmal dokumentieren. Ich habe noch nicht angefangen zu zittern, glücklicherweise. Aber ich glaube, das kommt auch noch. Ich präsentiere ein neues Auto. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich zeige euch das zu Hause gleich dann alles nochmal von innen. Ich habe jetzt so ein bisschen vollgetankt und mache das dann alles in Ruhe. Karl ist hier gerade noch in der Pfütze am Rumspringen. Ja, ich freue mich so. Ich bin so aufgeregt. Genau, wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann zeige ich euch in Ruhe alles und ja, ich glaube, ich muss erstmal jetzt die ganze Fahrt drauf klarkommen. Ein neuer Tag und ich war gerade bei der Dekra und wir sind jetzt offiziell ein Dreisitzer, nicht mehr nur ein Zweisitzer. Die Eintragung war völlig unkompliziert, gab keinerlei Gründe eigentlich, warum das Ding als Zweisitzer nur zugelassen war. Einfach hingegangen, abnehmen lassen, wir sind jetzt ein Dreisitzer, ich freue mich so. Und jetzt geht's in die Werkstatt. Ich habe bis jetzt noch nichts von innen gefilmt, weil wir echt Stress hatten. Ich muss jetzt erstmal in die Werkstatt, es muss nämlich was an der Lenkung gemacht werden. Und ich würde gerne das Auto so zeitnah wie möglich in vollständig in Ordnung fahren. Und deswegen lasse ich mir jetzt mal schnell ein Angebot machen. Und ja, ich freue mich gerade so sehr, dass wir jetzt drei Sitze zugelassen haben. So, ich habe jetzt endlich mal die Gelegenheit, den Bus ein bisschen von innen zu zeigen. Nachdem ich heute Vormittag ja bei der Dekra war, das Auto als Dreisitzer zulassen habe. Ich muss das noch bei der Zulassungsstelle innerhalb von anderthalb Jahren in den Papieren nachtragen. Aber ich habe nächste Woche ziemlich sicher eh noch mal einen Termin in der Zulassungsstelle wegen dem anderen Auto. Und dann kann ich das einfach gleich mitmachen. Genau. Ich stehe jetzt hier hinten drin. Nicht erschrecken, wenn ihr Rost seht. Ich weiß, was alles gemacht werden muss und ich weiß, dass es jetzt erstmal für mich ein größeres Projekt wird, mich darum zu kümmern, dass halt alles, was hier an Rost ist, wegkommt. Und dann ist halt noch bei der Lenkung ein Problem. Da war ich jetzt, also ich habe jetzt schon zwei Angebote und bin jetzt noch mit einer dritten Werkstatt in Kontakt, die sich auf so Fahrzeuge diesen Alters und auch vor allem Busse spezialisiert haben. Richtig gut, da habe ich mich total gefreut. Ich war dort gerade, die haben mir aber noch kein Angebot gemacht. Ich muss da nochmal hin, weil es war jetzt gerade keine Hebebühne frei. Ich bin dorthin gefahren und da standen halt mindestens zwei Busse oder drei sogar rum. Ich dachte mir so, okay, cool, das sieht eigentlich nach einer echt super Werkstatt für ja, meine Anliegen aus. Genau, ich zeige euch jetzt eben mal den Bus von innen. Von außen, pff, ja, kann ich euch ihn auch zeigen, aber von außen ist er noch nicht schön. Er hat jetzt aber meine Kennzeichen. Genau. Also ich stehe jetzt hier mal vor der wunderschönen mit Holz verkleideten Tür hinten und ja, hier hinten sind so Scheiben mit Heizung, genau, dann haben wir hier einen schönen Wagenheber und eine bisschen demolierte Wand, aua, jetzt habe ich gestoßen, genau, dann seht ihr das wundervolle Hochdach, ich kann hier drin einfach stehen, das ist zu krass. Ja, hier gibt es sogar Licht hinten drin, was aber über die normale Batterie läuft. Dann haben wir hier vorne eine super coole Ablagefläche, die scharf wird. Jetzt. Das Holz hier ist irgendwie nicht mehr so fest, aber ich glaube, das wurde nachträglich angebracht, muss einfach nur nachgezogen werden, keine Ahnung. Aber das hier ist eine ziemlich coole Sache, die man super für irgendwas verwenden kann. Genau, dann haben wir hier ein Schiebefenster, was auch aufgeht. Das ist aber cool. Vor allem ist das ein echtes Glasfenster. Ich dachte, hier ist nur so Plastik drin.
Ja, was haben wir noch so Schönes? Eine Trennwand, hier haben wir noch ein paar Reifen. Hier ist ein kaputter Reifen. Dann haben wir noch eins, zwei, drei Winterreifen. Also das hier ist ein kaputter Winterreifen. Dann haben wir noch ein Ersatzrad, aber es ist ein Sommerreifen. Unten drunter, ungefähr genau da, ist auch noch ein Ersatzrad, ist auch ein Sommerreifen. Jetzt sind auch Sommerreifen drauf. Also wir haben auf jeden Fall nicht genug Winterreifen. So, was ist hier mit dieser Schlaufe auf sich hat, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist es hier... Nee, keine Ahnung. Ja, hier vorne, anstatt dass ich einfach das da vorne hingehe, hier ist ein richtig cooler, flauschiger Bezug drauf. Ja, ansonsten Standardausstattung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann haben wir hier drüben eben noch eine Schiebetür und ja, viel Platz und alles. Sehr cool. Von außen, ihr seht echt, wie die Originalfarbe ist und wie verblasst der hier ist, aber es ist ja nicht schlimm. Ja, von außen kann ich jetzt auch nochmal zeigen. Die Schrift kommt noch ab. Der wird von außen immer richtig schön sauber gemacht und irgendwann dann auch mal angemalt. Ich traue mich jetzt aktuell noch nicht so viel auszubauen, weil ich eigentlich das Auto erstmal fertig machen will, technisch. Allerdings ist es dann auch wieder so, ich habe eigentlich jetzt demnächst noch ganz gut Zeit, um mich mit dem Ausbau schon mal zu beschäftigen. Und meine Schwester hat zum Beispiel auch einen Bus und hat auch noch Armaflex übrig, was ich halt auch nur holen müsste. Und dies und jenes, also einiges an Zeug habe ich auch schon da, Matratzen und Holz hole ich demnächst ab und sowas. Also von daher ist es halt eigentlich alles so, ich könnte zeitnah loslegen. Bin aber irgendwie gerade in meiner Motivation nicht gehemmt, sondern ich denke mir einfach so, ich will erstmal das Auto technisch in einem komplett einwandfreien Zustand haben. Wieso ich so denke, weiß ich nicht, aber irgendwie traue ich mich da noch nicht so viel zu machen. Was ich bis dahin aber noch machen kann, bis ich anfange mit richtig ausbauen, ist die Schrift außen ab. Das war ja ein Fahrzeug von einem Trockenbauer und da steht ja außen noch alles drauf. Ich habe vorhin schon mal angefangen mit dem Fingernagel die Schrift abzufummeln, aber die Schrift ist seit 20 Jahren da drauf und es ist so mühselig. Also da werde ich sicher viele Tage, Wochen, Monate an der Schrift da mich betun. Und wenn die dann ab ist, dann sieht man natürlich durch Verblassungen des Lackes immer noch den Text. Deswegen habe ich mir das schon überlegt. Ich habe mir Traktorfarbe zusammengestellt, also in meinem Warenkorb, womit man Traktoren nachlackieren kann, so Stellen. Da habe ich mir alle bunten Farbtöne ausgesucht, also rot, gelb, grün, blau, türkis, orange. Okay, der Bus ist orange. Da sollte ich vielleicht nochmal überlegen. Aber sowas halt. Und werde den dann außen mit ganz vielen Blümchen als Hippiebus bemalen. An dieser Stelle würde ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, ich kann noch nicht verraten, was im nächsten Video passiert, aber ihr werdet denken so, what? Es hat, glaube ich, oder ziemlich sicher, also dass das nächste Video nichts mit dem Bus zu tun hat, es hat nichts mit dem Bus zu tun. Es sei denn, ich mache mal dann irgendwie noch einen Zeitraffer demnächst, wie ich mich da mit dieser schönen Klebeschrift außen dran beschäftige. Aber ansonsten hat das nächste Video planmäßig nichts mit dem Bus zu tun, lasst euch überraschen. Und ja, den Ausbau werde ich auch begleiten, aber wie gesagt, erstmal muss jetzt alles soweit hergerichtet werden für, also von der technischen Seite. Und dann, ja, werdet ihr meinen Ausbau begleiten oder werde ich meinen Ausbau mit der Kamera begleiten, ihr könnt ihn euch angucken und es wird richtig cool. Ich habe ein Konzept, ich habe wirklich schon ein richtiges Design-Stil-Konzept von Farben und Materialien und ja, also es wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich bin super gespannt und ja, dann bis zum nächsten Video.